Der SV Werder Bremen überraschte letzte Saison mit einem unfassbar tollen Offensivfußball. Vor allem Niklas Füllkrug kam auf 16 Tore, wurde somit mit Nkunku Torschützenkönig. Der Endspurt der Saison war dann am Ende nicht ganz so gut für Bremen. Man rutschte noch bis auf Platz 13 ab. Jetzt ist die große Frage, was macht Bremen auf dem Transfermarkt, um nächste Saison vielleicht dann auch nochmal ein paar Plätze in der Tabelle nach vorne zu klettern. Vor allem, wenn Topstürmer Füllkrug den Verein vielleicht noch verlassen sollte. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Welche Transfers können Werder Bremen Richtung Europa schießen? In unserer Simulation verlässt Füllkrug den Verein Richtung Premier League zu West Ham United für 15 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Budget, was unseren Kader verstärken kann. Auch vor allem diesen drei Positionen. Natürlich die Stürmerposition muss dann neben Duxch nochmal neu besetzt werden. Außerdem brauchen wir noch jemanden im zentralen Mittelfeld sowie auf der Linksverteidigerposition. Auf der Linksverteidigerposition habe ich mich zunächst nach ablösefreien Spielern umgeschaut und habe dann gesehen, dass da tatsächlich direkt vier gute Kandidaten zur Auswahl stehen. Deshalb ja, wird es auf jeden Fall hier eine kostenfreie Option werden. Das liegt auch daran, dass Bremen trotz der Füllkrug-Millionen natürlich jetzt nicht der reichste Verein der Bundesliga ist und deshalb auch auf jeden Cent schauen muss. Und deshalb sind es eben diese vier Kandidaten da. Denkt bitte daran, dass die Spieler vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn das Video online kommt, schon einen Verein gefunden haben. Da ich die Videos vorproduziere, kann das hin und wieder vorkommen. Die Kandidaten sind auf jeden Fall plattenhart, den ich schon im letzten Video vorgeschlagen habe. Ein erfahrener Bundesligaspieler mit einer unfassbar guten Standardstärke. Gullame, der beim SC Neapel ja vor allem unfassbar stark war, damals in der Rekordsaison, wo man 91 Punkte, glaube ich, geholt hat, war ja wahrscheinlich der wichtigste Spieler, ist dann der Rückrunde nach einem Kreuzbandriss leider ausgefallen und dann hat auch der SC Neapel nicht mehr so gut gepunktet. Er hat allerdings wirklich auch schon zwei Kreuzbandrisse jetzt hinter sich, deshalb ist er vielleicht nicht mehr auf dem Niveau wie damals. Ich weiß auch nicht, wie er letztes Jahr in Frankreich gespielt hat. Er war auf jeden Fall beim SC Neapel unfassbar stark. Wir haben noch Dorbert vorne, Inter Mailand und Nico Giesemann. Nico Giesemann ist auch der Spieler, den ich am Ende geholt habe, weil er die Bundesliga kennt, weil er bei Union Berlin letzte Saison noch über 20 Spiele gespielt hat und da dann dementsprechend auch wirklich kein unwichtiger Bestandteil an dem Erfolg von Union war. Im defensiven Mittelfeld gibt es mit Sicherheit einige Kandidaten, die Werder Bremen verstärken könnten. Doch ich habe mich hier schon ganz früh für Thiago Demme entschieden, weil das ein Topspieler ist, der für kleinere Vereine für einen guten Preis zu haben ist. Er ist momentan sogar bereit gewesen, in die zweite Liga zu Hertha BSC zu wechseln. Augsburg scheint momentan ein ganz heißer Kandidat zu sein. Und deshalb hat auch Werder Bremen mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Chance, den Spieler zu verpflichten. Der, wie es aussieht, auch nach Deutschland zurück will. Ich glaube, dass man hier einen Spieler kriegen könnte, der ein deutlich höheres Niveau hat. Er war bei Leipzig damals Kapitän, hat bei Neapel am Anfang eine gute Rolle gespielt und da bin ich mir sicher, dass der Werder Bremen nochmal auf ein neues Level bringen könnte. Auf der Stürmerposition haben wir auch wieder vier Spieler zur Auswahl. Zwei Spieler, die per Laie kommen könnten mit Sesko und Mokoko und dann zwei Spieler, die man fest verpflichten könnte. Bas Dost wäre die ablösefreie Option. Yusuf Paulsen, die man dann auch bezahlen müsste. Aber ein Spieler, der bei Leipzig wahrscheinlich nicht mehr so die große Rolle spielt und deshalb ein Transfer da auch realistisch sein könnte. Ich werde ganz kurz was zu den Stürmern sagen. Mit Sesko und Bastos haben wir typische großgewachsene Stürmer, die auch Füllkrug dann im Kopfballspiel sehr, sehr gut ersetzen können. Man hat mit Duxch bei Bremen auch schon einen Spieler, der ebenfalls recht groß ist, der eigentlich auch diesen ja, größeren Stürmertypen da vorne abdecken kann. Deshalb ist hier auch Mokoko mit dabei, der so ein bisschen zeigen könnte, was man auch spielen könnte. Duxch als größerer Stürmer, Mokoko um ihn herum. Aber Duxch ist ein Spieler, der eben trotz seiner Körpergröße auch selber eben diesen Spieler spielen kann und das dann eben auch bei Füllkrug gemacht hat. Deshalb habe ich mich am Ende auch gegen solche Transfers entschieden mit so einem kleineren, wuseligen Stürmer. Mokoko wäre wahrscheinlich per Laie auch gar nicht so realisierbar gewesen, aber ich wollte die Option auf jeden Fall mal mit reinbringen. Am Ende habe ich mich hier für Yusuf Paulsen entschieden, der dann von den vier Spielern der Spieler ist, der ebenfalls groß, kopfballstark ist, aber auch vor allem gegen den Ball als pressender Stürmer unfassbar stark, was Duxch dann am Ende auch
machen kann. Also der ist auch ein Spieler, der gut gegen den Ball ist, aber so haben wir mit Paulsen und Dux quasi zwei Spieler, die zwar eine ähnliche Richtung gehen, aber so auch vor allem gegen den Ball unfassbar viel arbeiten werden. Und das ist bei Bremen auf jeden Fall, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache, wenn wir da Spieler haben, die dann vielleicht vorne auch schon die Bälle erobern und so in Kontersituationen ganz gut gefährlich werden könnten. Als Ablöser habe ich mal 5 Millionen Euro ausgemacht. Sein Vertrag läuft im Jahr 2024 aus. Somit hat er eben noch ein Jahr Vertrag. Ist zudem ein Spieler, der nicht mehr viele Einsatzzeiten bekommen wird. Und deshalb ist diese Ablöse, denke ich, sehr gerechtfertigt. Somit haben wir einen Transferplus von 5 Millionen Euro erwirtschaftet, da Füllkrug den Verein für 15 Millionen Euro verlassen hat. Paulsen und Dämmer haben zusammen 10 Millionen Euro gekostet und Giesemann war ablösefrei. Der Kader ist mit Sicherheit jetzt nochmal ein gutes Stück stärker als letztes Jahr. Trotz des Stürmerabgangs glaube ich, dass wir in der Tabelle einen guten Schritt nach vorne machen werden. Und wie gut das Ganze sein wird, werden wir jetzt herausfinden. Zunächst schauen wir auf die Leistung unserer Neuzugänge inklusive Naby Keita, der von Liverpool als Topstar verpflichtet wurde. Er hat 35 Spiele von Beginn an gespielt, 6 Tore und 4 Vorlagen da zum Erfolg der Mannschaft beigetragen. Yusuf Paulsen hat auch als Stürmer unfassbar gut funktioniert, ist hier der beste Spieler der Saison mit einer 7,05 Bewertung und 10 Toren und 5 Vorlagen hat dieser Transfer sich auf jeden Fall extrem gelohnt. Giesemann hat sich ebenfalls als Stammspieler durchsetzen können und 31 Startelfeinsätze, 3 Vorlagen und 1 Tor geschossen. Und auch Diego Demme war Stammspieler mit 29 Startelfeinsätzen, hat aber da keine Torbeteiligung, war auch nicht sein Hauptjob. Nichtsdestotrotz war er insgesamt auch gar nicht so gut unterwegs. Mit einer 6,65 Bewertung habe ich mir da schon deutlich mehr erwartet. Auch in der Liga habe ich mir ein Ticket mehr erhofft, da konnte ich mir schon vorstellen, dass wir im Kampf um Europa in Virtual mitsprechen. Am Ende ist es ein Platz besser als letzte Saison mit Platz 12 und somit eigentlich zufriedenstellend. Im Pokal scheiden wir leider schon in der zweiten Runde aus, weshalb die Saison am Ende zwar zufriedenstellend ist, aber nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. Mit welchen Transfers hättet ihr Werder Bremen verstärkt? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare rein. Außerdem würde mich interessieren, welchen Verein wir uns als nächstes anschauen sollen. Auch das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren reinschreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.